Situation. Landunter im oberösterreichischen Schärding. In fast 30 Häusern reicht das Wasser bereits bis in den ersten Stock. Insgesamt wurden mehr als 200 Gebäude geflutet. Teilweise konnten die Rettungskräfte nur mehr in Booten zu den Opfern vordringen. Also wir waren jetzt draußen beim Kurhaus, die Gäste evakuieren, mit unter anderem einer Bettlägerin, haben der Feuerwehr geholfen, mit einer Gerätschaft wieder rüberzufahren. Also es ist da ungefähr zwischen 1 und 2 Meter tief. Regelmäßig wird die Stadt am Inn von Hochwassern heimgesucht. Doch diesmal liegt der Pegel noch höher als beim Jahrhunderthochwasser 2002. Der Schwerpunkt des Hochwassers